So, kurzen Käffchen gemacht und somit steigen wir auch ins dritte Blitzqualifying, anschließend den dritten 25% Rennen an hier in Mexiko für uns Garten. Und wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt, mache ich in dieser Meisterschaft, da es ja vier sind, pro Video zwei Rennen. Also mit dieser Meisterschaft auf dem Autodrom aus zwei Videos bestehen. Zu zwei Rennen. So, die Pole ist schon Insel mit einer 1,20028 laut Lenkrad. Ja, 1,20028. Gehen wir auch gleich direkt entrennen. Also gut. Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer guten Position heraus. Wir müssen es nicht gleich am Anfang des... So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Starten.
war mal ein mega schlechter Kackstart. Der Start war okay. Jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in deiner Nähe ausmachen. Weitermachen.
bestätige. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Ich war jetzt schon eigentlich über der Runde 5. Fahr raus, fahr jetzt raus. Also ich hätte jetzt eigentlich jetzt erst in diese reinfahren müssen. Etwa 18 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 8,4 Sekunden. Wir fahren mit zu viel Last. Wir könnten den großen Benzinüberschuss verheizen. Schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 17,7 Sekunden.
deine Reifen noch astrein aus. Sag Bescheid, falls sie zu sehr nachlassen. Wir haben noch Benzin für etwa 14 Runden. Wir haben derzeit viel zu viel Sprit übrig. Wir müssen den Tank leer bekommen. Sieht so aus, als hättest du die Streckenbegrenzungen nicht eingehalten. Wir haben gerade 3 Strafsekunden erhalten. Ja, Vettel hat ein Problem, haben wir gerade gesehen. Er fährt aber noch. Fragt sich aber noch, wie lange er fährt. Ah, DRS habe ich leider nicht. Also wird es wieder so ein 1-2-Sieg für Mercedes und einen Red Bull auf dem Treppchen.
jetzt eindeutig erste Abnutzungserscheinungen. Sie sollten noch eine Weile durchhalten, werden aber keine Bestleistungen mehr liefern. Etwa 8 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir fahren gerade mit viel überschüssigem Benzin. Versuche es zu verheizen, um die Last zu reduzieren. Oh Gott. Okay, Giorgio Palma ist aus dem Rennen. Wenn er sein Auto geparkt hat, dass wir entweder Sektor 1 oder Sektor 2 irgendwo stehen, weil Sektor 3 war ja gerade nicht. Sektor 1 scheint ja auch nicht zu sein, weil der endet ja da unten. Da Sektor 2 steht da. Sektor 1 ist jetzt hier vorbei. Beginnt Sektor 2. Ups. Und da steht er. Okay, alles klar. Was denn? Der Pferd könnte Vettel sein. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, brummt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Das ist immer gut. Die Bahn ist ein bisschen mehr als spät. Thank you.
Okay, es ist Raikön. Zweiter. Was mit Hamilton los? Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg an. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit, wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Tja, er hat die Safety-Car-Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Fragen die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. So, das war Rennen Nummer 3 und wir sehen uns dann gleich im letzten und vierten Rennen in dieser Meisterschaft. Und dass wir jetzt auch sozusagen reinspringen, und zwar in Brasilien.
wahrscheinlich wieder mit Regen. Eins von beiden, entweder Quali oder Rennen, wird mit Regen sein. Es ist Zeit für das Qualifying. Okay, Qualifying, es ist. Nicht. Ja, 1:11.182. Ja, was bin ich damals bei 2012 gefahren? Auch um die irgendwas zwischen 1:09 und 1:11, glaube ich. Auf jeden Fall gehen wir schon mal ins Rennen. Schauen wir uns die. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner. Beim Führungsstart konnten wir keine Probleme feststellen. Halte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppelpool.
von 9 bis 10% Abstand zu der Reife. Okay. Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtbrennzeit am Ende verrechnet wird. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Okay, Sebastian ist aus dem Rennen. DRS ist jetzt verfügbar. Ups. Dass wir eine gute alternative Strategie haben. Würdest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Okay, geht in Ordnung. Reifen weiter.
eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Zeitstrafe erhalten. Schnellste Runde des Rennens gefahren. Louis ist in die Boxengasse abgebogen. Louis an der Box.
Rennens gefahren. Bleibt dran! Sollte das Benzin noch reichen? Wir fahren mit zu viel Last. Wir könnten den großen Benzinüberschuss verheizen. Thank you.
nach 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Wir haben derzeit viel zu viel Sprit übrig. Wir müssen den Tank leer bekommen. Was ist jetzt falsifiziert oder was? Hallo? Was da falsch? Ich weiß nicht, wie viele Zeitstrafen und insgesamt Zeitstrafen vom Sekunden ich bekommen habe. Mercedes hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Jeder Fahrer träumt von diesem Moment. Das war ein unglaublicher Grand Prix und hier kommen nun unsere Top 3 hinaus auf das Podium.
5 mal 3 Sekunden, also insgesamt 15 Sekunden an Zeit schaffen. Ja, ist doch im Rahmen. Wieder 3 von 3 Goldmedaillen erreicht. 4 mal bekommen. Macht es gesamt oben 57. So, dass wir nur noch beide Meisterschaften haben, besteht nur aus 3 Rennen, aber halt den Doppelrennen. Wie gesagt, das war jetzt Meisterschaft Nummer 19 von insgesamt 20. An dieser Stelle bedanke ich mich auch zugucken für die Meisterschaft Nummer 19 und wie sind es denn später, gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn wir die Meisterschaft 20 von insgesamt 20 Meisterschaften absolvieren werden.